Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu Was wurde eigentlich aus? Und heute sind wir bei Crossout. Ja, habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, Crossout. Und ja, schließe ich einem Raid an. Jetzt gibt es hier eine Karte. Okay, das kenne ich so noch nicht. Was kann man da machen? Verfolgungsjagd, Raid gegen Banditen. Das ist hier Raid gegen Banditen. Naja, dann schließen wir uns einen Raid an. Bin mal gespannt, was sich alles geändert hat. Also mein Auto ist immer noch das Standardauto, also was ich mir damals so zusammengebastelt habe. So, stell den Truck vor den Raid an. Da liegt auch noch einer. Oh oh. So, jetzt aber hurtig. Zerstöre die Wachen des Trucks. Es gibt keine Zeit. Okay. Raids gab es früher schon. Aber die waren da, glaube ich, noch nicht so ausgetüftet. Da hieß es halt, mach in der und der Zeit, ja. Entweder besorgt die ganzen Kisten und das ganze Zeug. Also Escort-Mission, weiß ich gar nicht, ob sie damals schon gab. So, dann verteidigen wir halt den komischen Truck. Das sieht aber auch nice aus. Ich spiele gerne mit so kleinen Feuerstößen, weil da ist die Genauigkeit einfach höher. Konvoigeschwindigkeit. Kehre zum Turm zurück und verhindere, dass er noch langsamer wird. Ach, zum Truck, nicht zum Turm. Da geht ja ganz munter vorwärts hier. Da haben wir auch keine Zeit. Überlebende am Truck, 3 von 4. Ja, wartet, ich komme doch schon. Ich bin nicht der Schnellste.
auch nicht durchs Feuer fahren, Idiot. Kommen die denn her? So, liefere die Fracht ab. Na dann holen wir mal die Fracht. Also macht schon Laune, ne? Irgendwie. So, dann heiz ich gleich unten rum. Ach nee, Käse, ich muss das Ding zurückbringen. R, um die Ladung abzuwerfen. So, ich hoffe, die anderen sind unterwegs. Ah, sieht gut aus. Das ist ja schön, das könnte man dann richtig nice im Team spielen. Also im Gegensatz zu früher muss ich echt wirklich sagen, es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Mal gucken, ob ich den Brutzi und den Shadhawk noch dazu überreden kann, dass sie auch mal mitmachen. Da kann man das mal im Together machen. Aber wir wollen uns heute ja nicht nur den Raid angucken, sondern wir schauen uns dann auch mal die normalen Matches mit an. So, ich denke mal, je mehr Energie der hat, desto besseren Loot wird es am Schluss geben, oder? Der Endgegner. Stell ich doch genau vor ihn.
Jawohl. So, Schrotflintenmission. So, was haben wir denn hier? Hat zwei Gegner mit weniger als 10 Sekunden zwischendurch. Hat drei Gegner mit... hat dabei von drei Gegnern geholfen. Von vier Gegnern geholfen. Von fünf Gegnern geholfen. Hat zwei Gegner im Nahkampf zerstört. Und hat drei Gegner mit Geschossen zerstört. Ja, schön. Ach, da geht's noch weiter. Huiuiui. Hat fünf Gegner mit Geschossen zerstört. Hat sieben Gegner mit Geschossen zerstört. 50 Bauteile abgeschossen. 100 Bauteile abgeschossen. 200 abgeschossen, ein Turm, zwei Türme, hat den PvE ohne Wiedereinstieg gewonnen und das war's. Naja. So, ein Gefecht. Was haben wir hier? Das ist Big Black Scorpions. In diesem Gefecht treten 8 identische Fahrzeuge gegeneinander an. Okay, und was haben wir hier? Founders kennen in diesem Bereich ging es auch schon eine Fraktion zu Fraktion, dass niemand mehr versucht, ihn für sich. Was macht man hier? Keine Regeln und keine Belohnung. Oh, das ist natürlich doof. Verfolgungsjagd, Raid gegen Banditen, Patrouille. Naja, dann gehen wir mal in ein normales Gefecht, würde ich sagen, ne? Oh, also die Wartezeiten sind sehr kurz, also das. Sehr erfreulich. Oh, es geht schon los. Hat er da eine Raketen? Das passt mit dem Sound dann so halbwegs. So, das Fahren geht an sich. So, da komme ich aber nicht durch, oder? Nee. Oh nein, ich habe keine Waffen mehr. Jawohl. Ja, hat ja ganz gut geklappt. Was haben wir bekommen? Wir haben ein Flugzeugtriebwerk, 5x Benzin und Metallschrott. Oh, Benzin! MG-Schützen, schieße 7 Gefechte, gewinne. Mein Gott, ist das. Gewinne 10 Gefechte in der Mission der Raids. So, wo bin ich so? Oh. Ja, jetzt konnte ich gar nichts machen. Und Action. So, folgen wir mal der Masse. Du bist ein Held. Überraschung!
Oh nein, ich brenne. Ich bin gleich tot. Das ist aber schon cool, was die Leute so teilweise für Kreationen haben. Was sie da so zusammenbauen. Ja, haben wir verloren. Richte an meinem Spielerfahrzeug 5000 Nahkampfschaden, okay. Zurück zur Garage, jawohl, ja. So, was haben wir sonst noch? Was ist das hier? Da kriegen wir das hier und Kupfer. Was kriegen wir hier so? Was ist das da? Raid gegen Banditen. 4 Spieler. Und was war das hier? Das war ein Raid gegen Banditen für 4 Spieler. Benötigt Level 4, benötigt Level 4, benötigt Level 4. Na gut, dann machen wir das hier. Oh, das Raiden, das macht mir echt Spaß. Diese Gefechte, klar, das kann man zwischendurch mal machen. Aber so an sich, also die Raids machen mir persönlich Laune. Hier, ich habe die durchschnittliche Wartezeit schon... Achso. Da haben sie es angepasst. Zerstörte Gegner können eine Munitionskiste fallen lassen. Quasi nachladen, ja? So. Aktiviert die Ölplattform mit den Energieelementen, transportiert den gesamten produzierten Kraftstoff bis zur Evakuierung. Na gut. Hat einer ein bisschen größeres Geschütz. So, dann holen wir mal den Stuff. So, der da drüben Stress. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch eines. Aber da komme ich scheiße rum. Boah, das ist ja am Arsch der Welt. Erinnert so ein bisschen an Mad Max hier, ne? So, ich fahre mal oben rum.
Weicht hier nicht aus, Lappen. Keine Nerven beim Feigling spielen, der Typ. Wow. So. So, jetzt kommen wir bestimmt gleich wieder in Angriff. Oder wir fahren direkt los. Komm, bring den Treibstoff weg hier. Früher hatte man da noch schön zeitliche Begrenzung dabei. Aber ich habe, glaube ich, schon zur Genüge erwähnt. So, komm mal wieder hoch, Digga. So, dann holen wir mal das nächste. Hier sind nur drei. Was macht der denn? Oh, oh, wir müssen ganz schnell zurück. Am besten würde da hinten wahrscheinlich einer noch bleiben, weil das sind nur noch 65 Energie. Wieso ist eigentlich da hinten die Kiste?
Sag bloß, er hat die irgendwo fallen lassen. Ach nee, der hat die schon. Gut. Fracht abgeliefert. Ja, wollte mit seiner Kanone, der hat Spaß. So, war's das? Dann fahre ich mal. See ya! Ich weiß nicht, ob Crossout noch kostenlos ist, Freunde. Das kann ich euch jetzt nicht verraten. Also damals, ich hatte damals mit der Beta angefangen. In der Closed Beta war das noch. Da habe ich das damals bekommen und ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal was dafür bezahlt hätte. So, jetzt kommt dann bestimmt Endgegner. Wusste ich es doch. Richtig geil wäre es natürlich. Oh, oh, der ist am Turm. Wenn man da noch was looten könnte, hier so bei, ich glaube, TerraTech, RoboWars, irgendwo, irgendwie sowas war das doch. Oh, oh. Also ich werde es auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ich hoffe, die Jungs sind noch schnell genug da. Oh ne, das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Jawohl. Puh, das war knapp. So, First Blood, Multikill, Multikill, Assist, Assist, Assist. Firearm ist 3 Gegner zerstört. Geht hoch bis auf 7. Lifter, was ist das hier? Hat einen Turm zerstört. Okay. Ja, schön. Mensch. Oh. Generales Levelaufstieg. Neue Fähigkeit verfügbar. Scharfschütze 2. Okay. Fähigkeiten. Fraktionen ist mir klar. Schauen wir mal auf den Markt. Hier gibt es so arschmäßig teure Sachen. 1730 Credits und hier, 4 Credits habe ich. Das Lager, Shop, Galerie, Saison. Ja, ja. Achso, na gut.
Kann ich das hier Porträtmedaillen, Abzeichen, Anleitung, Verlauf? Naja, gut Freunde, das soll es dann quasi einmal gewesen sein vom Spiel Crossout. Was daraus geworden ist, ist immer noch, glaube ich, in der Beta-Phase, wenn ich mich jetzt da nicht täusche. Ja, stimmt, hier unten steht's, ist immer noch in der Beta und ich bin gespannt, was aus dem Spiel in Zukunft noch wird. Wir werden bestimmt irgendwann mal wieder reingucken, aber bis dahin, ja, warten wir mal ab. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut und Tschüssikowski!